Es sind Glibber und das Geschenk, Geschenk und Glibber. Showdown Spaß mit Geschenk und Glibber. Willkommen zu einem neuen Geschenk und Glibber und Edgelord Part A, Depp. Hallo. Okay, hallo Leute, hier, wir sind aus der Winterpause zurück, denn ja, Winterpausen sind schön und wir haben uns aus diesem, hier deswegen gedacht, wir machen Special und Timo ist dabei. Ja, richtig. Um den heiligen Bund der Ehe zu schließen und Timo ist unser Trauzeuge. Moment. Mann. Okay, auf jeden Fall, was ist mit Glibber los? Hallo Glibber, was ist los? Hallo, Die scheinen gerade zu strugglen, was ist los? Ich hoffe, meine Audio stellt sich nicht immer runter. Das wird schon. Nee, sollte okay sein. Haben Klingt Sie Ihre gut. Audio währenddessen am Laufen, dass Sie sie sehen können? Okay, gut. Okay, bitte. So, wir sind nämlich immer noch nicht in der Ladder und müssen uns jetzt mal reinkämpfen. Ich Leber bin sind dafür. Jetzt konzentriert bei der Sache. Ja, ich bin dabei. Ich mach die Anweisung und... lass mal mit Gastrodon leaden, oder? Warum? Weil der einen Golem hat. Gastrodon ist gegen alles richtig gut. Also... Ja, ich finde generell Gastrodon ist nicer alles. Ich mag es nur nicht, wenn er damit absolutiert, aber es sollte er eigentlich nicht machen. Hey, dann haben wir immer noch Skuntank, was wir reinwechseln können. Wobei, das ist ein Bandit-Skuntank, okay. Ja, interessant. Eben. Also, ja, Gastrodon kann ich man machen. Ich glaube nicht, dass er mit absolutiert. Wer macht das bitte? Guck, das ist, siehst du, also ich habe gelernt, dass so Wallbreaking-Leads eigentlich fast immer die besten sind. Ja, aber wir haben schon gelernt, dass wir nicht immer die besten Spieler hier haben. Und ich darf das Design mir ausschalten. Das stimmt. Deswegen, wir gehen einfach weiter auf Earthpower. Nee, jetzt würde ich sie doch was so machen. Für Wieso den Fall. Denn? Killt das? Ja klar, komm. Meinst du? Ja, komm. Komm, mach mal. Also wenn sie sich killt, bist du schuld, ne? Du kannst auch Erdkräfte drücken, aber natürlich habe ich den richtigen Holy Player shit. Gesagt. Siehst du mal? Hier richtig die Plays gemacht. Ah, kein Burn. Nicht schlecht. Ja, wir haben keinen Burn bekommen, wir sind schlechte Spieler. So, lass mal ins Skuntank gehen und einfach pursuen, oder? Der wird wahrscheinlich U-Turn, oder? Hä, der wird Rocks legen. Oder so. Der wird einfach... LOL. Okay. Es war halt irgendwie klar, dass er nicht irgendwas in der Art macht. Ich weiß nicht, ich habe Angst vor HP Ground. Ja, wir können einfach crunchen. Ja, trotzdem, das macht nicht viel Schaden. Wollen wir es chippen lassen? Wir können auch in Electros gehen, so. Naja, wir können auch drin bleiben. Brauchen wir Skuntank? Wofür brauchen wir es? Für Mesprit. Lass mal pursuen und dann... Nee, Crunch ist gut. Nein, wir drücken einfach Crunch. Ice Beam. Alter, wenn er jetzt im Freeze... Okay, gut. Er spielt Ice Beam. Weil die Sache ist, wir brauchen doch Skuntank nur dafür, deswegen... Ja, das ist okay. Pass auf, der hat jetzt HP Ground. Aber warte, er kann doch jetzt in Absol rausgehen, oder? Ja, und? Das bekommt einfach Tons of Damage. Ja, aber... Den Chip nehmen wir gerne. Ja, Justified, ne? Boost. Ja, wir haben unser Lycan Rock. Was macht denn der? Der wird von Zucker gekillt, oder nicht? Wir haben doch unser Acelerock gedönt. Und wir haben noch Fake Out of Kangaskhan. Und wir haben Sucker Punch auf Skuntank. Alles safe. Was haben wir denn eigentlich gegen Sucker Punch? Achso, wir haben Mesprit. Das ist gut. Aber der hat auch nichts gegen Absol. Lol. Okay. So, okay. Was machen wir Was sind eigentlich unsere Gornem? Plops? Wir haben keine Plops. Doch, wir haben Plops auf Mesprit. Doch, haben lass, wir. Lass mal in Mesprit gehen. Ich habe keinen Bock mehr, dass er keinen Chip bekommt. Okay, das finde ich gut. Moment, wollen wir trotzdem nicht lieber seinen Sturdy erstmal anbrechen? Ja, habe ich auch überlegt. Ja, er könnte, also die Sache ist, ich würde gerne... Okay, du hast schon den Play gemacht. Klar, na klar. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne auf Psyche gehen, aber er hat halt immer noch sein Absol. Ja, lass mal hier die Rocks liegen, oder? Ja, klar. Habe ich schon längst gedrückt, Digga. Nice, nice. Nice. Okay, ist ziemlich kalt hier drin, oder? Mach's nochmal, kein Problem. Der Timo haut die guten Witze raus. Dafür bin ich halt hier. Wahrscheinlich ist Timo schuld dran, dass es gefließt wurde. Okay, dann nutzt er die Opportunity, Alter. Na, ist okay. Okay, jetzt müssen wir Angst haben, oder? Kann das sein, wenn er sich erst deed? Weißt du, was ich mache? Ich gehe in Kangama. Und jetzt haust du raus. Muggelhieb. Weißt du, was unser Absurd-Check war? Wesprit. Was denn? Aber ich glaube, wir leben einen Zucker mit Kangaskhan. Moment. Ganz kurz. Überlegen. Hilfe. Wir überleben jetzt erstmal. Wollen wir erstmal was sacken? Nochmal Kangaskhan mit Fake Out reinholen? Was schicken wir dann? Ich weiß nicht, weil wir kriegen so oder so Damage, oder? Also entweder wir sacken jetzt ein paar Sachen oder wir lassen Kang anchippen. Und ich finde Kang anchippen ein bisschen besser. Aber tanken wir denn plus zwei Zucker Punch? Willst du das nicht lieber tanken? Wollte ich gerade kalken. Willst du das nicht lieber kalken? Lieber überleben. Mann, wollte ich auch gerade kalken. So, ich packe erstmal das Team hier in den Calculator. Showdown-Kalkulator. Moment, ich kann das Design in der Zeit wieder anstellen, weil schöne Erdbeben-Animationen haben mir das kaputt gemacht. Ja, bei mir auch. Ich liebe das.
Ja, dann habt keine Designs und ihr habt dieses Problem nicht. Ja, aber Designs sind super. Naja, nicht die in letzter Zeit. Boah, macht das viel. What? Wie macht das? Okay. Wie viel macht das? Alter, das killt. Okay, was wollen wir sacken? Wir können das Scantank sacken, weil wir auch Aftermath haben. Aftermath. Ja, lass mal Scantank sacken, ich finde das gut. Ich finde den Play super. Er geht einfach für einen Knockoff. Okay, das. Ja, wobei er ist schneller, das war schon ein Play. So, wir wären schneller gewesen, Moment. Ja, ja, sag ich doch. Ja, das war irgendwie ein Bad Play von ihm, aber. Ja, war es halt echt. Ja, der brauchte seinen Absol halt einfach nicht mehr. Ja, der dachte sich, okay, das wird ein schlechtes Pokémon. Naja. Okay. Wollen wir einfach. Nee, wir wollen einen Gastrodon wechseln, oder? Oder ein Mess? Nein. Gastrodon gewinnt das. Wobei, ich möchte ihn erst Toxing und dann Scalden. Ja, finde ich auch gut, wegen Weakness Policy. Ja. Er wird wahrscheinlich sowieso hier einfach auf Explosion gehen. Oder er geht erstmal auf EQ und danach auf Explosion. Wenn wir Explosion erwarten, dann können wir auch Recover drücken, aber... Nee, ich glaube, er geht nicht direkt auf Explosion. Das wäre nicht gut. Er hat ja noch seine Sturdy. Und wieder die Erdbeben-Animation. Ich liebe sie. Ich habe Angst. So, und jetzt können wir auf Scald gehen, oder? Nee, wir könnten auch einfach Recovern. Ja. Mal recovern. Er könnte jetzt auf Explosion gehen, falls es killt. Das wäre noch ein bisschen nervig. Explosion killt auf jeden Fall. Ja, dann wird er darauf gehen. Messbrill zacken vielleicht. Ist Messbrill noch wichtig? Ich überlege auch gerade. Was hat denn der für ein... Der ist kein Lefty, ist doof. Aber ich mag eigentlich Explosion Golem überhaupt nicht, das ist nicht so nice. Ja, aber wir haben es schon ein paar Mal gesehen. Das stimmt. Wir bräuchten Gastrodon eigentlich. Wir könnten Electros gehen, weil er nicht so viel macht. Der wird von Hitmonchan gewollt. Nee, lass uns doch einfach Messbrill auffahren, das ist gefreezed. Aber wir wollen die Rocks, na gut, dann halt ein Messbrill hier. Ja, das bringt uns doch jetzt nichts mehr. Rocks sind gut. Jetzt können wir ja auftauen. Easy. Jetzt schauen wir auf und dann bekommen wir Rocks. Ja. Das ist der Play. Ich mag eingefrorene Messpils nicht. Die sind immer so eingefroren. Kalt. Ja. Kalt. Vor allem, wenn er einmal auf Eis gehen oder so. Moment, ich versuche gerade nochmal das Dingens anzuschalten. So. Drückt ihr mal vor euch auf Self-Rocks oder soll ich es machen? Ich hab schon gemacht. Achso, ich warte nämlich immer alle die ganze gemacht. Zeit. Nee, ich hab nichts gemacht. Okay, dann hast du auch gemacht. Ich bin gerade voll gemütlich in meinem Stuhl. Ah, Moment. Nice. Der Landon ist geliebt, okay. Ich würde sagen, Claim Victory. Hier gibt's einen Cut, bis gleich. Ach, Moment, was jetzt bitte. Doch? Wir müssen doch früher den Timer starten. Haben wir den Timer nicht gestartet? Nein. Als ob. Mach Modjoin schnell. Ruhig. Schneiden wir eh raus. Nein. Verdammt. Gewonnen. Alter, der 2011 Rank in Random Battles. Der war richtig gut. Gut, dann würde ich sagen, geht's weiter. Wir haben nämlich hier Dingens gehabt. Einen DC von ihm. Und die Punkte nehmen wir gerne. Wir haben gewonnen. Sind lecker. Leckere Punkte. Ganz genau. Aber das Team finde ich eigentlich ziemlich solide, muss ich sagen. Gefällt mir. Ich habe das gebaut. Ich auch. Ja. Wir alle haben es gebaut. Ja. Und falls es jemand interessiert, das Team ist aus dem Smogon-Forum von Lockjaw. Shoutout, jetzt gehen hier an ihn. Ich würde sagen, wir schneiden hier, weil es noch keinen Gegner gibt. So, da sind wir wieder zurück. Und der hat ein Poponcho. Alter, das ist ja ein super cooles Team. Der hat dieses Amaura-Geding ins Star gedönt. Alter. Wieso hat er nicht einmal Gaga? Was ist los? Das war cool. Ich hab den Lead schon gepickt. Wieso? Wieso Scantank? Weil der stark ist. Meinst du Sucker Punch? Geht das einfach, sagst ja, du? Ja, Mann, pass auf. Wobei, also die machen wahrscheinlich sowas wie Raindance oder so. Oder... Hä, wieso Raindance in dem Team? Oder Lightscreen oder so. Was willst du machen? Sucker Punch oder Crunch? Ich mache Sucker Punch, wenn du sagst, auch, Alter. Wir können auch crunchen. Pass auf, der wird uns jetzt flexen mit seinem Zeug. Hey, lass mal wir crunchen, echt sein. Sein. Wir leben. Ich meine, der hat ein Puponcho, was macht das überhaupt? Random Set Generator. Der hat einen Random Send Generator verwendet, wow. You want it. Ja, der Chat ist immer cool. Vielleicht blende ich das ganz kurz ein. Okay. Jetzt ist ja die Frage, was erwarten wir von einem Random Set Generator Team? Warte, ich gehe mal auch randomizen. Pyrotos. Dann können wir seine Sets erstmal scouten, sagst du? Ja. Vielleicht hat der Random Generator. Warte, immer also, pass Set. Auf. Ich habe in letzter Zeit ein paar Random Battles mit dem Randomized Generator gespielt, okay? Okay.
und fast jedes Pokémon dort hat Leftovers oder einen Evoliten. Also hat er Evoliten, Poponcho, wer hat das gedacht? Also das heißt wahrscheinlich Flurmel, Amagaya und so, die haben alle, also ja, er hat Pyrotos benutzt, habe ich mir schon gedacht. Die haben alle einen Eviolite. Es gibt ja nur Pyrotos. Ja, ich weiß, hätte ja sein können, dass es noch einen anderen gibt. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein Leftovers Electrofall sein. Das sind die guten Sets, oder Leute? Oder? Taunt. Okay. Knuff. Okay, warte. Oh. Gut, dass wir Crunch gedrückt haben. Ey, unsere KP-Anzahl ist durch 4 teilweise, sollten wir ändern. Ja, könnte man machen. Muss man jetzt aber auch nicht unbedingt. Doch. Alter. Gerade KP-Anzahl ist immer schlecht. Immer. Nee, nicht ja. Immer. Immer. Nein. Außer immer. Bei Bellydrum. Richtig. Der Timo weiß Bescheid, Mann. Oder bei Völlerei, Recycle, Relaxo. Ja. Völlerei, bitte sag das nicht, das klingt so komisch. Lass mal einfach weiter crunchen. Völlerei. Ja. Wir sind halt gebandet und das Ding hat lecker. Def. Was ist lecker? Die Habt Pokémon. Ihr auch die Black and White Sprites? Nee, ne? Nee. Elektra sieht richtig süß aus. 6 und 7 Sprites. Habt ihr nicht voll rum im Black Ride? Ja, die sieht richtig süß aus. Wir haben Crit bekommen, ja, wir sind voll lucky, wobei es nicht gemeldet hat, weil wir ihn sowieso Tool KO, aber egal. Soll ich euch die T-Shirt tragen machen? Nein. Ah, er war das eh schon tot. Oh, ja. Das sah echt süß aus, Mann. Das hat die ganze Zeit hin und her gewatschelt. Ja, man kann ja aber auf PokéWiki schauen und da kann man einen schönen Zaplang eingeben und dann findet man das. Oh nein, das ist jetzt ja iFream oder wie? Das hat Sucker Punch! Cool. Das ist interessant. Wollen wir einfach in Elektros. Okay, du gehst lass uns nicht so lange drüber nachdenken. Come on, Alter. So. Hebt sich die Freds fürs Late Game auf, Mann. Ich sag dir, er gibt uns wahrscheinlich nur 5 Punkte oder so und es hat sich dann voll gelohnt. Ist so. Ach, Mann. Ja, wir drücken einfach Fassade. Los, Doppelkantenattacke. Hey, nein, wir haben Fassade. Das killt. Ja, Double Edge. Ich bin für Double Edge. Wieso? Ich zeig dir, wie viel HP und Defense der hat. Der hat einen Poncho! Ist doch egal, ob Fassade oder Double Edge. Und außerdem müssen wir die Edges. Der hat 105. Okay. Der hat es gelebt, ich sag's dir. Der hätte das niemals gelebt, das ist eine Fassade. Der hat das gelebt. Alter, der hat echt. Fassade hat 70 Basic Power, Mann. Oh, Moment, stimmt. Wie viel hat Mogelhieb? 40. Hä, nee, siehst du, er hätte es gekillt, wenn Mogelhieb 30% macht. Nein. Hä, doch, der hätte Fassade. Nein, ich hörte gar nicht. Ah, ja, stimmt, der war ja noch Aftermath. Ja, okay, dann vielleicht ja. Doch. So, ihr drückt einfach EQ. Ja. Das ah, die schöne Animation. Oh, Donnerwelle. T-Wave. Das ist das gute Set. Ja. Es sieht echt süß aus. Das ist wirklich das süß. Das ist echt ein süßes Pokémon. Danke. Hab ich gemacht. Ist immer schneller. Nice. Ja, ein. Wie heißt Kampo-Poncho? Es Amarino, ne? Ich glaube schon, Alter, Blumel ist halt insane. Amaura heißt das auf Deutsch. Oder? Ja? Nein. Nee. Ich dachte, es würde. Amaura heißt es. Amaura vor allem. Heißt es auf Englisch. Hm. Ich weiß, dass es auf Deutsch die Weiterentwicklung Amagaga heißt. Amagaga! Wir können auch Fassade drücken, guck mal. Wir können. Ach, stimmt, können wir. Ja, stimmt, ja. Wofür haben wir den Move eigentlich? Aber es ist ein Poponcho, Junge. Ja, Poponcho ist schon echt stark. Nee, ne? Wisst ihr, wenn Poponcho eine Attacke einsetzt, dann fliegt da Konfetti in der Luft. Ja, das sieht voll niedlich aus. Ich sehe niedlich aus. Das stimmt. Bugfight. Ach bitte, das ist so traurig. Das ist richtig defensive. Habt ihr gesehen, wie wenig das gemacht hat? Damn. Damn, ja, son. Das ist wahrscheinlich einfach mit Powerful. Vor allem, er ist so richtig der Nice Guy. Er schreibt noch GG. Und dann hat uns wirklich 6 Punkte gegeben. Oh Mann, das ist richtig sad. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir sollten das auf jeden Fall rauscutten. Wer will denn sowas sehen? Ich will das sehen. Okay. Herr Poponcho, das hat doch jeden... Kommt direkt aus Thumbnail. Highlight live. Poponcho, wer kennt sich? Hä, es hat am meisten von allen getankt. Das stimmt. Ja. Also schon MVP und gewesen. Und es schmeißt Konfetti in der Luft. In der Luft. Und der Luft. Der ist schon süß. Okay, so wie ich. Hier gibt's wieder einen Schnitt. So, da sind wir. Wusstet ihr, dass ein Konfetti fett steht? Das ist da Timos Aussage. Das Cosila. Ah, das spielt man sogar im PU aktuell, ne? Echt? Nein, wie sollte man Cosilla spielen? Es gibt doch Rosanna, oder nicht? Keine Ahnung, ich bin der Meinung, ich habe letztens schon mal irgendwo einen Cosilla im PU gesehen. Und? Ja, kann ja sein, dass es jetzt irgendwie kommen ist, Mann. Ich weiß doch auch nicht. Wieso überhaupt wieder... Okay, du hast Alter, Joey's Hair.
Wie einfach Crunch. Ich habe halt gedacht, okay, der Sash auf jeden Fall und macht jetzt... Alter, Todeskuss. Present, du bist ein Anfänger. Oh, Trick Room, so bad. Der zerlegt dich komplett. Wie bleibst du drin? Freeze. Hey, wieso macht das so viel Damage? Wer ist drin geblieben? Ich habe nichts gemacht. Mann, wir müssen den Trick Room ausdauern. Present. Was hättest du denn gemacht, um ihn auszudauern? Ich wäre ausgewechselt. In Electros. Das ergibt Sinn. Ja, jetzt... Da habe ich einen Fehler gemacht. Mesprit. Auf jeden Fall. Aber wir setzen jetzt Eishammer ein. Wir haben keine Eishammer. Nein, wir gehen einfach auf Crunch. Nee, die brauchen wir. Oh mein Gott, Present. Aber wer stimmt, der hat so die brauchen Bohr, wir für Mushana und für fucking Excel Egitor. Wir müssen den für die Trick Room Setup behalten. Present. Du Anfänger. Okay, was machen wir hier? Ja, das ist halt die Frage. Der wird halt Eishammer einsetzen. Der wird halt Safe Eishammer einsetzen und wir verlieren was. Was verlieren wir? Electros. Ich finde Lycan Rock Eye so geil, weil der. Okay, ja, der killt irgendwas mit dem Z-Move, ne? Electros. Ja, aber er hat Pampros. Electros ist nice, weil er so langsam ist, finde ich. Und er hat Pampros. Guck mal, wir können Volvrock opfern. Er hat immer seinen Pampros, um es reinzuwechseln. Auch ja, stimmt. Ja, lass mal Lycanroc opfern. Okay. Oh, easy. Ey, wir kriegen nochmal ein bisschen Chip-Damage mit Acelrock. Ja, Acelrock, nice. Nice. Aber warte. Okay, was denn? Ja, meint. Ich dachte, er geht in Pampros raus. Ah, aber. Blödes Design. Ja, jetzt könnten wir eigentlich in Mesprit gehen. Müssen wir. Sind wir defensive? Müssen wir sein, ne? Ja, Mesprit tankt immer einen Hit, timid. Aber ich glaube, das ist Full wir HP. Wir haben keinen HP. Wir sind Max Special, Attack, Max Speed. Willst du mal nachkalken? Ja, ich glaube, wir sterben. Das ist einfach nur ein Mesprit. Kalk mal nach, weil dann könnten wir die Rocks legen und danach Psychicen. Wollen wir nicht einfach schnell rauswechseln, dann hätte er. Der macht 106 gedacht, Max. Hätten wir nicht einfach. Der macht 89 Min, 106 Max. Aber der denkt, okay, wir sind tanky und wird rauswechseln in Mushana. Nein, wird er nicht. Der hat noch einen Trick Room. Wir können auch einfach in Tank gehen und Fake-Out drücken. Ja, das stimmt. Ja, können wir. Das ist eine gute Idee. Ich habe halt aber Angst, dass der jetzt in Mushana geht. Eigentlich sollte er in Mushana gehen. Oder Pampros. Wie okay. Mann, Present. Hä, was soll ich machen? Ich will jetzt, weißt du, die Sache ist, ich habe überlegt, ob er in Mesprit geht, weil er entweder jetzt einen Kampfattacke einsetzt oder auswechselt. Und ja, okay, Mesprit hätte uns auch nicht viel gebracht jetzt, aber... Ja, wir können doch immer noch ins Skandeck jetzt gehen. Ja, könnte man. Dann holt er halt wieder sein Crabominable rein auf unseren Crunch. Ja, egal, wir können auch Poison jabben. Oder Poison jabben. Pursuit. Oder Pursuit. Ja, lass Pursuiten. Ich weiß nicht, ob er überhaupt auswechseln möchte. Weil er weiß, dass wir Choice Bands sind und Crunch macht trotzdem viel. ich habe Angst, dass er uns jetzt mit irgendwas killt. Ja, was machen wir? Was ist deine Entscheidung? Pursuit oder Crunch? Weil er wird uns nicht killen. Und wir brauchen Skuntank nur für dieses Ding. Machen wir Pursuit. Ja, dann sollen wir auch noch Trick Room Turns, wenn er drin bleibt. Oder wir killen halt. Ja, das oder so. Ja. Nice. Gut. Okay, perfekt. Das ist gut. Weil darauf haben wir halt Switch-Ins. Und das ist... MLP? Lass Gastrodon da gehen, weil der Stall Trick Room Turns. Hey, ich wollte gerade sagen, wir könnten noch in Mesprit reingehen, was ist los? Weil Gastrodon den ausstallen können und wir ja, okay, recoveren. Wir recoveren jetzt einfach, aber trotzdem, das war, keine Ahnung, wir hätten auch einfach in Mesprit gehen können. Ich weiß nicht, hat er nicht irgendwie Dark Moves oder so? Nee. Nein, der kann Rambos einsetzen, das war's. Stahl, Kampf, Stein. Lass mal Gastrodon Zero Speed geben. Gastrodon braucht eh kein Speed, also können wir ja, den... Ja, kannst ja machen. Weil das würde halt so viel uns so weiterhelfen gegen Trick Room Matchups, finde ich. Jo, können wir dann gleich nach dem Match machen. So, ja. Was ist jetzt, was macht recover. Der jetzt, ist die Frage. Also, wir recoveren auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Kann auf der SD lernen? Da könnte der Z-Move einsetzen, ja. Nee, SD meine ich, aber der sagt auch, ja. Ah, nee, kann er nicht. Echt nicht? Hä, wie sollte ein Pferd SD einsetzen können? Jetzt, stell das bitte nicht in Frage. Ich guck mal. Vulcano kann nicht mal Heuler. Okay, wir gehen Mesprit auf jeden Fall, 100%. Okay, weil Freizeichen? Icebeam, weil das killt. Ah, wir sind schneller. Ja, wir drücken Icebeam jetzt, ne? Okay, gehen Crabominable. Hey, Moment, wir können einfach Psychicken. Warte. Ja, was Psychic denn? Plus Icebeam killt sein Mushana, das ist gut. Ja. Ja, dann gewinnt das alles jetzt Mesprit. Ja, Mesprit ist gerade super nice. Okay, was machen wir jetzt hier? Ich will auf jeden Fall Mushana und Exeggator nicht reinholen. Gastrodon? Ja. Maybe. Oder Skuntank Opfer, aber ja, ich weiß nicht. Skuntank könnte immer noch wichtig sein, wenn Mushana sich cool, hochhalten kann. Was macht denn der? Der macht jetzt Head Smash, ne? Lass mal Gastrodon erstmal gehen. Okay. Ich hätte halt gedacht, dass wir Gastrodon vielleicht noch in der guten Range brauchen für Mudsdale, aber okay.
Ja, ja, den brauchen wir. Ja. Scott. Ja, Scott, oder? Scott. Würde ich nicht Scott. Sagen, weil der halt Dingens reinholen kann. Wir können auch Toxiken. Was würde denn der machen? Der würde jetzt wahrscheinlich irgendwie Superpower oder so drücken. Oder an Kokobai gehen. Ja. Lass mal Ken gehen, der tankt einen Hit, glaube ich, meine ich. Den hoffe ich. Ja, weil was bringt uns das? Selbst wenn er in den Executor geht, was bringt uns Ken in der plus Situation? Der Double Edge killed. Safe? Ich bin mir fast sicher. Executor ist ziemlich bikey. Ja, okay. Das kann sein, aber. Ich möchte jetzt auch nicht Messwitz risken, weißt du? Okay, wir fake-outen hier. Ja. Okay, geht in das Ding. Das ist okay, wir kriegen Tip-Damage. Hey, wir können in Gastrodon wieder gehen. Oder nee, er wird nicht. Sollen wir den einfach sacken und dann Matze anchippen? Weil nein, lass uns in Messwitz gehen. Der wird ja. Warte. Wenn wir jetzt Matze anchippen, dann gewinnt eigentlich Skuntank, oder nicht? Dann können wir Poison Jab spammen. Nein, der hat noch seinen Rapardos. Wir sind schneller und wenn wir die Rocks rauskriegen, hat er auch keinen Focus Sash mehr. Und wir brauchen Kangaskhan sowieso nicht. Also meinst du einfach Double Edge? Würde ich sagen. Okay. Ich weiß nicht, ob das der Play ist, das aber war der wenn Play, du meinst... keine Sorge. Ich bin Arzt. So. Lass mich durch, ich bin Arzt. So, jetzt könnten wir Mesprit gehen. Ja, Mesprit würde ich hier als ziemlich gut einschätzen. Und jetzt können wir eigentlich anfangen, Pokémon zu sacken, weil wenn er dann danach in Reporters geht, gehen wir auch Psychic und dann gewinnt 100% auf Ice Beam auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, das sieht gut aus. So, warte mal, was machen wir jetzt? Es sei denn, der ist irgendwie Scarf oder so. Wir gehen in Gastrodon, oder? Ja, das ist safe. Aber stell dir vor, der ist echt Scarf und jetzt fuckt uns nochmal ab. Ich will nochmal kalken, was das für ein Damage ist. Gastrodon. Ich glaube, das ist Life Orb. Das muss Life Orb sein. Schau dir das an, 30%. Ja, ich will es aber trotzdem wissen. Ja, mach das. Ja, ich mach's. Aber wir scheinen auch physisch defensiv zu sein. Ja, jetzt lass uns einfach. Wollen wir sogar Double oder Toxic drücken? Können wir nicht. Bolt. Rockslide macht 26 bis 31. Das also Life Orb, ne? Könnte auch Adamant sein, ne? Okay, was machen wir jetzt? Ja, der ist auf jeden Fall Life Orb. Also Toxic, würde ich sagen, oder? Sind wir schneller? Wir sind ja momentan noch schneller als Rampardos. Kann er irgendwas, um uns zu killen? Er wird doch jetzt in Executor gehen, darum geht es gerade. Und dann wird er wieder in Trick Room versuchen aufzusetzen. Wollen wir ihn in den Trick Room setzen lassen? Mesprit, maybe. Ich weiß, die Rocks wären zwar ganz nice, aber vielleicht... Nein, Rocks brauchen wir sowieso nicht mehr, aber ich würde entweder in Mesprit jetzt doublen dann Mesprit. Oder... Ich habe halt nur Angst, dass er angreift. Also sagt ihr erstmal Scald und dann. Ich weiß nicht. Das ist schwer. Wenn er halt wieder in Tür. Ich habe halt echt gesagt, wir hätten. Ja, ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn wir drin geblieben mit Mesprit und hätten Psycho gemacht. Wir müssen, glaube ich, in Mesprit gehen, weil wenn er in Executor geht, haben wir verloren. Ja. Nee, oder in Skuntank. Mein Skuntank ist der Midground-Play, weil wir immer noch Poison jammen können. Ja. Wenn ja, wir Skuntank verlieren, ist nicht so schlimm. Ja, super. Perfekt. Okay, perfekt. Dann ist das jetzt gewonnen, meine ich. Das sollte killen, oder? Choice ja, Band, wir gehen auf jeden Fall. Ja, ich denke schon. Ja. Er versucht halt noch irgendwie... Wir sollten schneller sein. Und jetzt killen wir. Ja, das ist vorbei. Läuft. Okay. Ja, er hat auf einen Choke gehofft. Das war sein einziger Play. Mhm. Cool. You are fucking stupid. Okay. Okay, gut. Nee, das war der beste Play, Leute. Vertraut den Random nicht. Ja, Leute, das hat er geschrieben. Ja. Okay, er ist auch noch gelieft. Puff, das war auch nochmal super, ne? Dann würde ich sagen, sehen wir es nach einem Schnitt wieder, weil wir immer noch nicht die Punkte haben. Nice. So, da sind wir wieder und wir haben den Kampf gewonnen. Nice. Und die Punkte dafür bekommen. Wir sind jetzt bei 1700 irgendwas, ne? 1370 irgendwas. Ich mag die Farben von seinem Team. Ist ja, die echt sind schön lila, ne? Sind sehr schön einheitlich. Das gefällt mir. Ich mag sein Team allgemein. Ja, bisschen cool eklig. Ich glaube, dass er mit Ditto leadet. Mit Ditto? Ja, lass mal mit Lysandrock leaden. Warum denkst du, dass er mit Ditto leadet? Weil er mit Ditto. Ich hab so das Gefühl. Weißt du, wenn du einfach so das Gefühl hast. Wenn wir mit Lysandrock leaden, dann haben wir ein Problem gegen Götter. Götter. Dafür haben wir Mesprit. Wenn wir direkt mit Mesprit leaden würden, dann hätten wir gegen nichts ein Problem. So. Ja, aber dann leadet er mit Ditto. Dann kann er die Rocks rausholen. Was ist dann? Dann kriegen wir beide Rocks. So, hier, zack, siehst du, bester Lead. Du hast recht. Sorry, Mann, du bist der beste Spieler überhaupt. Wieso hab ich dich überhaupt hinterfragt? Moment, wollen wir Rocks legen oder Psychic drücken? Oder Rocks legen. Also, er hat halt keine Hazard Removal. Ich finde, so Tarnsteine sind lecker. Ja, sie haben recht, Herr Glabbery. Wir könnten den jetzt eigentlich anschippen, weil der Rocks legt. Ice Beam. Ja, lass mal Weißschirm gehen. Wir hätten auch ins Gunting gehen können, fällt mir so ein.
Ja, ist egal. Ein bisschen Chip ist immer nice. Aber lass uns jetzt ins Scanding gehen, weil sowieso ein Mushana geht. Ja, da haben sie recht. 100 pro. Außer ihr geht in Landhorn oder Mülltank. Och, komm, ich hab's gesagt. Wir gehen in. Ich hab Psychic gesagt. Timo. Timo ist der bessere Spieler. Ist der bessere Spieler. Gerne. Okay, was machen wir jetzt hier mit Mülltank? Ich hoffe, der ist nicht Gastrodon. So komisch. Nee, der ist schneller. Hat Safe EQ. Ein Gastrodon und dann Toxic drücken. Der hat bestimmt Heal Bell. Ich hab keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Was willst du denn machen? Der setzt ja jetzt Rollout ein. Electros und Nocken. Ja, lass mal Electros gehen. Ich finde den eigentlich nice. Okay. Was macht der denn jetzt hier Schönes? Er geht auf Seismic. Okay. Wollen wir hier straight Giga Drain drücken, weil ein Landhorn reinwechselt oder Abschlag? Stell dir vor, der hat Selbstüber. Lass mal Abschlag sagen. Okay, er geht auf Toxic. Interessant. Ja, dann können wir jetzt hier eigentlich Giga Drain drücken, oder? Aber wer ist, wenn er Selbstüber hat? Wenn er Selbstüber hat, dann hasse ich mein Leben. Wäre aber okay. Saulustig. Lass mal Voltswitch drücken, oder? Ja, wer jetzt Milk Drink macht, so. Alter, das Pokémon ist richtig eklig. Ja, ich liebe Milton. Wir können halt jetzt hier Gastrodon reinwechseln und das Ding toxiken. Weil er wird wahrscheinlich auch die Priorität haben, auch zu toxiken. Weil ich gerade sagen, er kann lass mal Ken gehen und einfach den Toxic baiten. Okay. Wollen wir muggeln? Muggeln natürlich. Und jetzt Double-Edgen wir. Sicher? Ja, wieso nicht? Ich überlege gerade. Gut. Wieso geht der jetzt ein Weezing? Oh mein Gott, das ist perfekt. Wenn du überlegst, killen wir mal schnell dieses Weezing hier. Alles klar, also nicht überlegt. Machen wir Fassade einfach mal, weil der jetzt eine Willowist drückt. Wir sind aber schneller. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind schneller. Er macht jetzt Fassade, dann macht der Willowist, dann sind wir stärker und killen ihn. Ja, wir können auch einfach Double-Edgen. Aber wir können ihm die Fassade auch noch nicht zeigen. Man, na gut. Na, vielleicht hätten wir eine Roll bekommen, ihn besiegt. Pain Split. Siehst du Fassade, wenn ich so. Ja, richtig. Und jetzt können wir mit Double-Edge ihn besiegen. Hätten wir Fassade gemacht, hätten wir nicht so viel KP verloren. Eigentlich gar keinen. Ja, aber trotzdem. Hätten wir. Trotzdem wäre es ja dumm gewesen. Ich bin present. Nee. Okay, der wird. Was wird wollen er machen? Wollen wir Elektro-Stacken? Und dann im Mass-Split gehen? Ja, finde ich gut. Finde ich nice. So, wenn wir den chippen, dann gewinnt Skuntank. Nice. Los, Psychokinese! Ah, sicher? Ja. Der wird jetzt in Mushana gehen. Tja, jetzt wird er in Mushana gehen? Nee! Zeig ihn los. Hey, wieso geht der Landtor? Ich habe keine Ahnung. Wieso will er das anschippen? Nö. Ja, sogar bei mir gebohrt. Okay, was machen wir hier? Einfach ein Gastrodon oder nicht? Ich dachte, es wäre ein Motorrad. Einfach ein Gastrodon, oder? Ja. Wir brauchen keinen weiteren Chip mehr auf Landtor. Ja, Toxic war obvious. Ja, ist egal, wir können auch einfach hier toxicen, oder? Warte mal. Wobei, er könnte ein Girl gehen. Ich hab keine Lust, dass er in den Mülltank geht und unsere hart erarbeitete Chip weggeht. Lass mal Mesprit gehen. Moment, was macht Mesprit? Mülltank killt doch. Der killt den Mülltank doch einfach, oder? Psychic. Nein! Doch! Da bist du noch voll special. Das sollte killen. Wenn nicht, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. So. Ich werde auf. Hä? Nein, Damn. Das killt safe. Wieso sind die auch immer alles bedeff? Wer spielt so eine Scheiße? Das hätte ich auch so sagen können. Wir hätten Lightning Rock gehen können. Ich bin jetzt hier für den Ice Beam Freeze. Nein, lass uns jetzt Lightning Rock gehen. Der hat kein Erdbeben. Ja, lass uns Lightning Rock gehen. Okay. Jetzt geht er in Gyurda. Hä, nein, wird er nicht. Jetzt soll er gehen in Gyurda. Ist egal, wir können trotzdem sie Stone Edge drücken. Okay. Das macht Tons of Damage. Der wird einfach 60% bekommen. Der wird einfach gebohrt. Oder er bleibt einfach. Moment, das sieht ja super cool aus. Oh. Alter! Das sah richtig cool aus! Also Showdown hier steppt sein Game ab und ist echt macht so. Die Animation super gut, Mann. Das sah richtig nice aus. Ne, damit haben wir dieses nervige Pokémon weg. Nice. Noch Gyurda finde ich sehr gefährlich, um ehrlich zu sein. Ich glaube, der spielt einfach nur random. Was ist das Problem? So. Lol. So, Gyurda kommt rein. Wollen wir in Mesprit gehen? Wofür ich gehe in Mesprit. Er wird nicht knock offen. Was? Nee. Ah, ich wollte gerade sagen, war Lycanroc jetzt noch so wichtig? Ja, ich hätte ihn auch gesackt einfach. Nee, finde ich nicht. Können wir immer noch nutzen, um Mushana ein bisschen zu chippen. Also jetzt sei mal ruhig so. So, ich brauche jetzt meine Ladekabel. Einfach straight in Skuntank. Skuntank. Oh, der macht hier einen nice Double. Gereed wie ein Book.
Hey, wir können einfach bleiben wir drin und crunchen. Poison Jab? Ja, tippt Eis neutral. Crunch ist doch besser. Es ist genauso stark und ist. Ja, gut, du hast recht. Aber. Was ist, wenn er in Strepoli-Reihe? Ja, alles klar. Alles klar. Ja, wenn der Strepoli eingegangen ist. Danke fürs Gespräch. Okay, wir brauchen Scun-Tank. Lass mal Kang sacken. Ja, wollte ich gerade sagen. Der geht für Protzer. Hey, als ob er nicht für Mach-Punch geht. Der hat Angst. Wobei, muss er ja nicht. Nevermind, der wäre bei einer guten Range. Oh Mann, unser Messpit stirbt mehr und mehr. Fuck, lass mal Gastrodon gehen. Gastrodon, was dann? Dann geben wir ihm einen Guts-Boost. Ja und? Wobei, okay. Wär doof, ne? ja und? Wobei. Warte mal, wir müssen den irgendwie chippen. Ich weiß nicht. Earth-Powern. Ich hasse Görder, ban Görder, Mann. Earth-Power? Würde ich sagen. Irgendwie nicht, oder? Der macht halt Drain Punch, ne? Ja, irgendwie war der Play super dumm, dass wir in Gastrodon gegangen sind. Die Sache ist, wenn wir Messpit gehen, geht der Mushana, dann sind wir wieder. Ja, dann hätten wir doublen können. Ja, wir kriegen aber immer mehr Chip-Damage. Irgendwann sind wir in Mark-Punch-Range. Das mag ich nicht. Verstehst du mein Gedanken? Ja, verstehe ich. Dann machen wir Erdkräfte. Na gut, dann ist er halt weg. Zeig doch. So, und jetzt kann er nicht mehr so viel switchen. Das ist immerhin etwas. Weil ich möchte nicht, dass er immer doubled auf unsere Messpit-Switches. Okay. Wenn er Mushana geht, das toxiken wir, oder? Ja, okay, jetzt ist es auch besser, weil dann kann unser Messpit auch dagegen 1v1. Okay, kann's nicht, aber. Nee, kann's nicht. Ja. Wollen wir den behalten? Okay, das. Ja, würde ich schon sagen. Wir könnten einfach in den Scun-Tank gehen, oder nicht? Was kann es denn so für Angriffsmoves? Previous Second Lycan Rock. Ich meine, wofür brauchen wir Scun-Tank? Wir brauchen es doch nur für das Ding, oder? Ja. Aber trotzdem, Lycan Rock ist nicer. Schon. Ja, okay, wir wechseln Lycan Rock rein, ist okay. Okay, was machen wir jetzt? Scun-Tank. Immer noch? Ja, okay. Du hast schon recht damit, dass Scun-Tank nur dafür da ist, aber ein safer Switchen ist schon nicer. Ja, aber, ja, keine Ahnung. Egal, ich hätte trotzdem einen besseren gefunden. Weil es war klar, dass er auf. Nein, nicht Pursuit. Poison Jab sollte auch killen, oder? Nee, ne? Wir crunchen. Ich kalk mal. Ich weiß selber nämlich nicht genau, aber ich glaube, es killt nicht, weil das Ding hat eine Death von einer Tomate. Eine ziemlich. Ja, eine Tomate hat schon ganz schön. Eine Fleischtomate. Yes, ja. Yes, das Teil Mushana. Musch. Richtig. Ja, ich glaube, Poison Jab wird nicht killen. Ja, müssen crunchen. Crunch. Leider. Moment, der hat eine Powerball, okay? Na, Leute. Ist egal. Okay. Ja gut, da hätten wir auch P-Jammen können, weil das Problem ist, wir sind jetzt darauf gebandet und er kann jetzt in Görder gehen. Das ist nervig. Ja, das stimmt. Wäre so oder so, wenn er gestorben wäre, wäre mich. Aber ich find's auch nicht cool. Ja, okay. Das ist gut. Wieso? Ich glaube, Crunch killt uns nicht. Und wenn, dann killt der Aftermath-Damage. Ja, wir gehen auf Crunch, oder? Ja, Crunch und dann in Gast, oder? Ja, weil ich hatte Angst vor Late-Game-Scun-Tank. Also Reversing Scun-Tank. Und das, ja, was er jetzt reinholt. Okay, jetzt gewinnen. Jetzt sollten wir eigentlich gewinnen. So. Ja, jetzt sollte Messpit gewinnen. Ich will mal gucken, wie viel Messpit gegen Görder macht. Aber ja, aber wir können doch so oder so in Messpit gehen, oder nicht? Ich überlege, ob wir in Gastrodon jetzt erst gehen und den Toxiken, weil da, jetzt spielt das keine Rolle mehr, ob der. Ja, aber ganz kurz, wenn wir den Toxiken aber dann können Mach-Punch killen. Und nee, wobei 30% wird niemals einen Mach-Punch machen. Aber kannst du nachhalten. Rocks sind noch draußen, ne? Ja, 30%. Ich hab das schon mit einberechnet. Wie viel hat der? 42. 42, ja, okay. Psychic macht 78 Min gegen das Standard-Set. Ja, dann einfach Gastrodon und Erdkräfte. Ich hab halt Angst, der kann halt wieder so Drain punchen, weißt du? Nee, Gastrodon und Toxic. Deswegen ist Toxic, glaube ich, ein bisschen besser. Warte, aber reicht Mach-Punch aus? Wenn er Toxic boosted ist? Mhm, ich guck mal. Aber der wird sich dann nebenleben gegen die ganzen Erdkräfte von Gastrodon hochreihen können. Doch kann er. Erdkräfte macht nicht viel. Mach-Punch macht geboostet mit dem Standard-Set 16 Max. Okay, dann lasst uns jetzt auf Toxic gehen. Ja. Mit Gastrodon. Wir sollten ja einen Hit überleben. Nee, wir sind Min-Speed. Okay. Bulk. Aid of Bulk, okay, oh, das ist perfektes Szenario. Das ist nicht perfekt. Aber dann killen, Mach-Punch. Jetzt könnte es killen, ja, das ist das Problem. Jetzt müssen wir den Erdkräften und wir müssen den jetzt Pressure. Hä, nee, Mach-Punch wird niemals killen. Ja, ich glaube auch nicht, dass es nach 4. Okay, geht auf plus 2. Plus 2 macht er 32 Max, jetzt wird es ein bisschen kritischer. Jetzt wird's. Ah, nee, jetzt verlieren wir, weil der jetzt Drain Punch macht und dann, ja. Das ist, glaube ich,
Over. Nee, Moment, nicht unbedingt. Doch. Nein. Nee, das ist plus zwei. Eigentlich sollten wir das leben. Es ist eine Roll. Ist eine Roll, ah, damn it. Wir haben 31%. Ja, let's go, 31er. Oh. Nein, als ob. Oh, Roll. Dann wär's das heißt, wäre es wahrscheinlich der Play gewesen, erstmal in Mesprit zu gehen, oder? Weiß ich nicht. Aber wir hatten auch Cobra Berry, ne? Hätte das gereicht? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, ja, Knockoff plus Magpunch hätte gereicht. Dann hätte Gasto dann auch verloren. Ah, ist schwierig. Naja, egal. Wir haben eine Roll verloren. Ich glaube, wir schaffen es an diesem Part nicht mehr. Wir haben wieder 1353 Punkte. Wir schaffen es nie in die Pio, leider. Alter, oh, ist das schwierig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, schau bei Timo Glover vorbei. Order are we are for real faces.